Hallo, willkommen im Klimainstitut oder auf dem Weg nach Baumhausen City, dass wir uns jetzt anschauen, bevor wir dann uns um Team Aqua kümmern, das sich ja rechts auf der Route oder auf der Brücke befindet und den Weg über die Brücke versperrt. Bevor, wie gesagt, kümmern wir uns hier um das Klimainstitut und schauen uns das Ganze an. Willkommen im Klimainstitut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich bin ich ein Profi. Okay, kann es vielleicht sein, dass ein paar Team Aqua rüber. Ja. Okay. Es ist doch so, wie ich mir gedacht habe. Leute, hier steht einfach random ein Computer rum, ne? Aber den kann ich gar nicht gebrauchen. Dann ist es doch so, da draußen warten ein paar, versperren den Weg. Und wir müssen dann hier rein, um hier die Team Aqua-Rüppel zu beseitigen. Während ich geschlafen habe, haben sich alle in den ersten Stock verkrümelt. Was geht? Cordula interessiert sich für die Forschungen hier, deshalb hat sie uns hergeschickt und macht dich vom Acker. Nein. Das kannst du sowas von vergessen. Magnein. Ach, den Rüpel hatten wir doch schon 100.000 Mal. Okay. Ach, scheiße. Vergesse ich immer noch. Ich habe von der letzten auch noch vergessen, dass mein Lorok ja paralysiert ist. Nicht gut. Nicht gut. Ja, sicher. Das Ding ist, ich kann jetzt keinen Paraheiler einsetzen und dann im Anschluss nochmal Dings. Wobei ich das wahrscheinlich machen muss. Oder ich gehe halt ein anderes Pokémon an. Oh, ist das ja auch schon sehr krass, ne? Hält er das mal durch? Golbat. Komm. So ein Golbat wird der wohl noch aushalten. Gehen wir einfach nochmal auf ein Eschern. Schön die Flügel verbrennen. Ja, sicher. Wahrscheinlich haben die ganze Zeit irgendwelche Critical Hits hier. Okay, ich auch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das Ganze wieder ausgeglichen. Beziehungsweise hat sich nicht ausgeglichen. Die haben immer noch einen Crit mehr, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Hoffentlich. Also, ich muss mich jetzt direkt um die Paar kümmern. Ich vergesse das jedes Mal. Denkt ihr dann natürlich noch im Kampf dran? So, Paraheiler. Und einen normalen Trank, bitte. Sechs Stück haben wir noch. Superheiler hatte ich nicht. Ach, nicht Superheiler hatte ich. Ja, stimmt. Den will ich mir allerdings. Oh, ja. 20 Punkte ist ja auch gar nichts, ne? Ich hatte auch keinen Superheiler gekauft, ne? Ich habe noch ein paar Hypertränke. Und 200 Punkte ist aber halt Verschwendung dafür. Nichts, ne? Doch, hier, Kumumi. Ich haben wir 12 Stück von. Okay, dann gehen wir damit hier drauf. Und gehen dann nochmal auf einen normalen Trank. Und dann ist Feinstum auch wieder vollständig geheilt. Okay. Können wir jetzt nämlich. Theoretisch könnte ich auch einfach vorbeilaufen. Da steht er immer vollkommen an der ungünstigen Position. Weißt du, mich fass es einfach nicht. Ist es wirklich die Welt, die Adrian sich gewünscht hat? Oh nein, das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück!
Doktor, alles in Ordnung? Schon gut. Hier hast du sie wieder. Sollte dieses urzeitliche Pokémon tatsächlich erwachen, würde das auf der ganzen Welt zu extremen Wetterveränderungen führen. Dann stünde es schlecht um uns Menschen und um die Pokémon. Was sagt bloß, sie ist einsichtig. Gibt's ja gar nicht. Wir sind die Aqua, wir tauchen immer dort auf, wo außergewöhnliche Entdeckungen gemacht werden. Also für mich seid ihr außergewöhnliche Entdeckung, außergewöhnliche Vollidioten. Okay, er kommt mit seinem Kanivana, das heißt, ich bin mit meinem Lobok absolut an der falschen Adresse. Nee, nicht Beutel. Pokémon. Ach, Red Legend ist eigentlich zu overpowered dafür. Deswegen werde ich, denke ich, auf Schwalbos gehen. Red Legend werden wir, denke ich, einfach weil es ein Legi ist, höchstens dann in der Pokémon-Liga, denke ich, einsetzen. Ich hoffe, ich halte mich da auch dran und sage das nicht jetzt und ein paar Folgen später nutze ich ihn dann doch. Ich meine, gut, sollte es irgendwann notwendig werden, dann werde ich ihn natürlich trotzdem einsetzen. Oh, okay. Sollte es aber nicht nötig sein, dann verzichte ich da drauf. Ja, ey, man, diese Fähigkeit Rauheit geht mir auch echt auf die Nerven. Ey, eigentlich kann die Schwalbe jetzt auch schon wieder rausnehmen. Bringt mir halt auch kaum was. Ah, mag nein. Wen sollen wir ja reinbringen? Eigentlich kann ich jetzt wieder auf Firestorm zurückgehen. Gut gemacht, Schwalbos. Auch wenn die Attacke von Kanivana trotzdem sehr gut war. Und vor allem die Fähigkeit Rauheit. Ja, jetzt noch ein guter Angriff gesunken. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, denn ein Eschan wird ihn trotzdem ordentlich einheizen. Hat zwar nicht gereicht, aber die Attacke wird abgewehrt. Im nächsten Schritt gehen wir auf unser Schneider. Das ist die durch. So, dann war da noch ein weiteres Mitglied von Team Aqua, das noch vor Cordula wartet. Okay. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Items oder so? Ne, sieht nicht so aus. Ach, hier kann ich auch wieder einfach vorbeigehen. Lol. Dann, hallo, so sieht man sich wieder. Ach, ich fass es nicht. Da gehe ich nicht ahnend meiner Wege. Und wem begegne ich? Spinnerst du mir jetzt rund um die Uhr nach, oder wie? Oder ist es vielleicht doch Schicksal, dass wir uns ständig über den Weg laufen? Im Augenblick bin ich nicht gerade in Bestform. Mir schwirren allerlei Dinge durch den Kopf, die erst noch verarbeitet werden wollen. Gleichzeitig fühle ich mich total ausgelaugt und leer. Kannst du mich nicht bitte mit einem heißen Kämpfchen wieder auf andere Gedanken bringen? Die Art, wie du mit deinem Pokémon-Team einen Kampf angehst, so voller Hoffnung und Träume, so ehrlich und völlig unverschnörkelt. Das regt mich so extrem auf, dass ich dadurch alles andere vergesse. Ja, also, wenn ich nicht in Bestform bin, verzichte ich normalerweise freiwillig auf den Kampf. Aber muss sie wissen. Muss sie wissen. Vor allem, dass sie als Vorstandsvorsitzende, ich möchte nur nochmal betonen, als Vorstandsvorsitzende von Team Aqua, kämpft sie seit unserer ersten Begegnung nur mit ihrem Tohaido. Sie hat kein neues Pokémon dazu bekommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, so viel verbessert. Was die Level angeht. Ist das Tohaido seitdem auch nicht. Es kann immer nur diese bescheuten Attacken, mit denen es mich verwirrt. Leider funktioniert diese scheiß Verwirrungstaktik auch noch. Aber warte ab. Das kommt schon noch.
oder auch nicht. Boah, das ist doch so lächerlich. Das ist konfirmter Betrug. So oft hintereinander kannst du dich nicht vor Verwirrung selbst verletzen. Das kannst du mir nicht erzählen. Komm, Geradax. Wir haben uns doch letztens dir eine neue Attacke beigebracht. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Welche war das nochmal? Schlitzer war das, ne? Entschuldigung. Okay, so viel hat die jetzt nicht gebracht. Ach nee, jetzt kommt die nächste Kacke. Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte, das war schon wieder die... Der Server wird gegen ihn nicht viel bringen. Gehen wir mal auf den Zertrümmerer. Und dann geht er nicht wieder aus seiner nervigen Verwirrung. Ja, noch ein Crit. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ist sehr effektiv und bringt trotzdem gefühlt gar nichts. So, komm, beenden wir's. Der Schlüssel sollte eigentlich noch überleben, ja. Und dann ist das Ding durch. Okay, wir haben uns doch noch schwerer getan gegen dieses Ohaido als nötig. Aber hey. Trotzdem möchte ich wieder einmal, so wie ich es schon auf dem Kampf getan habe, Vorstandsvorsitzender betonen. Mit einem Tohaido. Seit unserer ersten Begegnung. Ja. Wenigstens fühle ich mich ein bisschen entspannter als zuvor. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dich in ein kleines Geheimnis einweihen. Wenn Adrian, unser Boss, erstmal seinen großen Plan verwirklicht hat, bla bla bla, dann wird die Welt nämlich zu ihren Anfängen zurückkehren, zu jenen Tagen, als noch nichts existierte und alles im Werden war. Mach dir schon mal da so deine Gedanken, wie du damit zurechtkommen willst. Ich bin mir noch nicht mal selbst im Klaren darüber, was davon richtig und gut ist und was falsch. Bis die Tage dann. Wir laufen uns bestimmt bald wieder über den Weg. Adrian ist bestimmt zum Pyroberg davon gedüst. Dahin sollte ich dann wohl auch. Ja, da wollten wir sowieso auch hin. Ja, du hast uns gerettet. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doktor, ist alles in Ordnung? Diese Ohrfeige, er hätte es ganz schön in sich. Diese Halunken. Sie wollten, dass wir ihnen Auszeichnungen zu extremen Wetterphänomenen zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Aber wozu nur? Aber genug gehadert. Zunächst möchte ich dir nochmal von Herzen danken. Das mag zwar eher unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Dankes an. Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Sprich mich an, sobald du in deinem Team Platz geschaffen hast. Noch ein Wort zu den Daten, die sich diese Gegner, diese Gauner unter den Nagel gerissen haben. Sie befassen sich mit den Wetterkapriolen, die vor Jahrtausenden von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einer der beiden handelte es sich um das legendäre Pokémon Kyogre. Es heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es eine Energieform in sich aufsog, die in der Natur im Überfluss vorhanden ist. Die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es, es habe sintflutartige Regenfälle ausgelöst, welche die Meere anschwellen ließen. So trat überall das Wasser über die Ufer und hätte um ein Haar die gesamten Landmassen verschluckt. Diese besondere Verwandlung Kyogres nennt man auch Protomorphose. Die aus der Protomorphose resultierende Gestalt Kyogres heißt in Anlehnung daran Proto-Kyogre. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung eine der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch zumindest, denn außer Kyogre und einem weiteren urzeitlichen Pokémon, ich denke mal die Sprache mal so kurz gesagt, ich denke mal da ist von Groudon die Rede, ist es keinem anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb sie als Entwicklungsform in Vergessenheit geraten ist. Wir müssen ja leider wieder an die Arbeit. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Wir möchten uns nämlich noch für deine Hilfe bei dir erkenntlich zeigen. Ja, also hier oben war keines der Pokémon-Computer. Das heißt, wir wissen jetzt auch im Übrigen, warum der Computer dort steht. Pokémon ablegen.
glaube, ich nehme... Weiß ich nicht. Ich nehme das einmal kurzzeitig raus. Auch wenn ich ja eigentlich die ganze Zeit wollte, dass ich dieses Ei endlich zum Schlüpfen bekomme, aber dafür muss ich noch ein Stückchen laufen. Ich kann ja gucken, welches Pokémon er mir schenkt. Formeo. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig von dem jeweiligen Wetter. Dieses Institut beheimatet zahlreiche Formeo. Sie helfen uns bei der Forschungsarbeit. Okay. Wie genau sieht das bitte aus? Formeo. Aha, okay. Regentanz, Sonntag, Kagelsturm, jo. Attacken wissen. So, ach, es gibt keine Stärke, genau. Hagel für 5 Runden schadet allen außer Eis-Pokémon. Okay. Ja, ist jetzt nicht so geil, ne? Ist jetzt nicht so geil. Die Frage, wollen wir dann jemanden dafür rausschmeißen? Geradax brauche ich auf jeden Fall. Magnein hatte keine VM, ne? Nein, könnten wir theoretisch rausschmeißen für das Ei. Ich will halt wissen, was da in dem Ei drin ist. Sprechen wir erstmal mit dir, du wolltest ja noch für... Oder war das der Professor? Hallo, dein beherrschtes Angreifen hat uns gerettet. Ich verstehe nur nicht, was diese Schurken mit dem Erker von uns wollten. Okay. Du bist dann soweit auch erstmal interessant. Gehen wir nochmal an den PC. Pokémon ablegen. Wir legen dann Magnaien erstmal ab. Und packen dafür das Ei wieder rein. Okay. So, irgendwo müsste dann hier noch der Professor auf mich warten hier. Ah, oh, da ist der. Schön, schön. Dann habe ich hier das für dich. Ein Beulenhelm. Okay. Beulenhelm wurde in der Itemtasche verstaut. Erledigt der Träger des Beulenhelms eine direkte Attacke, wird auch dem Angreifer Schaden zugefügt. Deshalb habe ich mir auch ein paar blaue Flecken eingehandelt. Aber natürlich mit Absicht, versteht sich. Okay. Das wollen wir dann mal direkt ausrüsten. Ist jetzt die Frage, wo das ist. Hier, Beulenhelm. Geben wir das mal unserem Geradax. Der ist, würde ich tendenziell sagen, unser schwächstes Pokémon. Ach, der hat schon Item. Wer hat denn noch keins? Dann geben wir das Schwalbos. Okay, dann können wir jetzt weiter. Über die Brücke, die ja jetzt frei ist. Gut. So, ich bin gespannt, wie weit es noch ist. So, was haben wir erstmal hier? Nix. Ja, warum nicht? Ist ja echt nichts, auch kein verstecktes Item, das kann ich ja gar nicht glauben. Ach so, Surfer. Ja, stimmt. Ja, gut. Nee, wobei, was mich jetzt interessieren würde, ist da irgendwie sowas wie verstecktes Item? Unter dem Wasserfall? Nee, leider nicht. Schade.
Dann ist hier doch bestimmt irgendwas, oder? Auch nicht. Hier ist einfach nur eine normale Wasserroute. Ja gut, das ist soweit uninteressant. Nicht. Ach, dich haben wir auch schon. Selbst damit kein Glück mehr treffen nur auf Pokémon, die wir schon haben. Ach nee, das ist die Weiterentwicklung. Ach nee, stimmt, den hatten wir... Ach Gott, ey. Das ist die ganze Zeit. Den hatten wir ja nur, wir haben jetzt mal umgehauen und auch jetzt mal. Okay. Gut, dann muss ich mir definitiv merken, das ist einfach, 22 Level sind einfach zu stark, selbst für, selbst wenn ich, beim letzten Mal habe ich ja die Feuerattacke eingesetzt. Das ist logischerweise nichts, was trotz, dass es dann eine nicht sehr effektive Attacke war gegen Wasser. Dings, ne? Trotzdem zu stark war. So, Maike sehen wir das erste Mal seit langem wieder. Ah, da bist du ja, Marius. Ich hatte schon nach dir gesucht. Oh, was ist denn da für ein schicker Armreif da an deinem Handgelenk? Ach echt? Mit diesem Mega-Armreif kann man also die Mega-Entwicklung auslösen? Dadurch werden dein Pokémon so bestimmt noch dickere Freunde, was? Du hast es gut. Aber damit du es weißt, ich habe auch nicht nur Däumchen gedreht. Pass auf, ich beweise hier durch einen Kampf. Dein Team ist bereit. Stimmt's? Na klar ist es, dass los geht's. Ja. Ich weiß, wo wir gerade bei Thema Rivalen sind, nämlich was ich von unserer Rivalin in diesem Spiel halten soll, beziehungsweise nicht von ihr als Rivalin an sich. Sie als Rivalin ist cool. Definitiv cooler als im Vergleich zu manch anderen Rivalen in anderen Spielen. Was ich aber sagen wollte, gerade in der neuesten Spielgeneration geht einem der Rivale schon, oder geht mir persönlich der Rivale doch schon sehr. Okay, den will ich nicht haben, ja, danke. Sehr auf die Nerven. Er wird einfach viel zu häufig eingesetzt. Man hat viel zu oft Kämpfe in halt sehr kurzen Abständen. Und, ach nee. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn die hier so komplett overused ist. Ach, underused ist so, kaum Einsätze bekommen. Ich meine, wann, in welcher Folge haben wir zuletzt mal einen Kampf gegen sie gehabt? Das ist gefühlt der erste Kampf seit bestimmt 5-6 Folgen, oder? So, der pusht sich die ganze Zeit. Was soll er machen? Bringt ihm nämlich nichts. So, weitere Level, die erreicht werden. Und Schneckmark. Als letztes Pokémon von ihr. Feuer wird nicht viel bringen. Felsgrab. Ah, Doppelkick eigentlich auch nicht, oder? Ging nur auf den Felsgrab. Ja, sehr schön. Hier, als Dankeschön für diesen Kampf habe ich ein Geschenk für dich. VM Fliegen. Setze die VM Fliegen ein und du kannst zum Beispiel schnell in eine Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Aber um Fliegen auch außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können, brauchst du zuerst den Orden der Arena von Baumhausen City. Vergiss das nicht. Du solltest damit ab und zu mal nach Wurzelheim fliegen. Deine Mutter macht sich bestimmt Sorgen um dich. Also dann, wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Nächstes Mal verliere ich nicht, nur damit du es weißt. Okay. So, wir dürften jetzt gleich am Pyroberg oben ankommen. Da hatte ich schon wieder so ein Idiot. Ganz random versteckt. Ach, hier haben wir doch so einen Geheimunterschlupf. Ja, aber die ganze Zeit braucht man da irgendeine komische Attacke für. Was ist das eigentlich? Tipps für Trainer, ja, okay.
So, wir müssen dann ja nach rechts, ne? Okay. Dann bringe ich noch die VM-Fliegen einmal einem Pokémon bei. Dann bringen wir sie mal ihm bei. Ja. Und natürlich eine Attacke wieder rausschmeißen, ist klar. Wir gucken mal, welche wir denn haben. So. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Kann natürlich sehr hilfreich sein. Ach, das ist mir aber vor allem, weil ich ihn halt nicht so oft einsetzen werde, ist das für mich nicht so wichtig. Gut. Hier wären wir in Baumhausen City. Und in der nächsten Folge werden wir dann in Baumhausen City uns die Stadt angucken und wahrscheinlich auch direkt die Arena absolvieren und unseren 6. Orden holen. Vorher haben wir natürlich nochmal unser Team, damit es fit ist. Das Ei wird natürlich nicht mitgeheilt, ist klar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier in Baumhausen City. Die Stadt in den Baumkronen verbrüdert mit der Natur.